Hey Leute, Retro Joe ist wieder am Start und heute zeige ich euch eins meiner absoluten Lieblings-Beat'em-Ups of all time. Ich hab's damals nie besessen auf dem Super Nintendo, aber ich hab's ständig aus der Videothek ausgeliehen und meinem besten Kumpel Basti damals übers Wochenende durchgezockt. Die Rede ist natürlich von Knights of the Round von Capcom. Richtig, richtig geiles Teil. Ist auch heute für jeden von euch zugänglich, denn es ist Teil der Capcom Beat'em Up oder Belt Action Collection, das es ja für jede Konsole inzwischen gibt. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und da habt ihr sogar die Arcade-Version und nicht nur die Super Nintendo-Fassung, die natürlich optisch ein bisschen schwächer daherkommt. Das Geile an Knights of the Round ist, das ist quasi ein Beat'em Up mit Rollenspielelementen. Denn je mehr Punkte man kriegt, desto höher steigt man im Level, desto geiler sieht die Rüstung aus. Drei Kämpfer gibt es: Lancelot, schnell und schwach, Arthur, voll ausgeglichen und mein Favorit, Percival, das Powerhouse. Der ist ein bisschen langsamer, pflügt aber durch die Gegnermassen wie Brock Lesnar mit einer Axt. Und den nehmen wir natürlich jetzt. Brock Lesnar mit einer Axt ist eine scary Vorstellung, muss ich sagen. So, hier, der blonde Hühne hat nämlich als einziger hier so einen Lauftickel, weil der ansonsten ziemlich langsam ist. Tipp für alle, die auf Highscore-Jagd gehen, zerhackt die Schatzkisten immer und wenn da große Schätze drin sind, zerhackt die auch, denn da kommt dann insgesamt ein bisschen mehr Gold bei rum. Es gibt hier ein paar Schlagkombinationen, es gibt einen Block-Button, damit kann man Angriffe kontern bzw. parieren. Und den Gegner damit kurzfristig stunnen. Wenn man nach oben, wenn man nach vorne, genau, wenn man schlagen und vorne gleichzeitig drückt, dann macht man hier gleich seinen, quasi den Endmove seiner normalen Schlag-Kombo. Da streckt er die Axt in die Luft. Und ich habe das hier damals aus der Videothek ausgeliehen. Ich kannte bis zum damaligen Zeitpunkt nur Turtles in Time, natürlich die Königsdisziplin, und Final Fight. Aber ich mochte das Genre der Beat'em-Ups damals schon sehr, sehr gerne, weil das halt immer zwei Spieler Koop hatte, oder zumindest in den meisten Fällen. Und da ich ja fast nie allein gespielt habe als Kind, sondern eigentlich jeden Tag nach der Schule mein bester Kumpel Basti mit dabei war, zu dem ich leider heute keinen Kontakt mehr habe. Damals, als ich dann aus dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, umgezogen bin, hat sich das irgendwie so ein bisschen verlaufen. Man hatte ja als Kind keine Autos und so und Busfahren war halt scheiße. Und ich bin halt in die nächstgrößere Stadt gezogen mit meiner Mutter. Und war dann noch nicht mehr auf derselben Schule. Und dann hat sich das leider so ein bisschen verlaufen. So ist das halt in der Jugend. Ah, und jetzt gehe ich hier fast drauf. Ja, erstes Level verloren. Geht beim ersten Boss, aber das macht nichts. Denn wir knocken den jetzt trotzdem aus. Da unten ist seine Energieleiste. Komm her, Xorn, Scorn. Ja, es gibt auch so eine Clear Attack, wie bei Capcom-Spielen üblich, verliert man dann ein bisschen Energie. Und da haben wir das erste Level geschafft. Ich müsste jetzt eigentlich schon ein Level aufsteigen. Nach dem Level gibt es dann hier Punktvergleich und so. Und? Ja, Level 2. Da hat sich jetzt an meiner Rüstung noch nicht viel getan, aber alle paar Level kriegt man eine fettere Rüstung, eine geilere Waffe und so. Und am Ende sieht man halt aus wie ein wandelnder Panzer. Das ist schon ganz geil. Wenn man alle Leben verloren hat, kann man auch den Spieler wechseln. Also da kann man dann auch einen der anderen nehmen. Und man kann natürlich durch Drücken der Starttaste auf dem zweiten Controller jederzeit dem Spiel beitreten. Allerdings fand ich das Spiel hier als Kind echt schwer. Ich habe das nie durchgespielt. Man stellt sich das mal vor. Beat'em-Ups sind ja jetzt per se nicht die schwerste Art von Spielen, aber ich war da als Kind auch nicht so talentiert für, wie ich es vielleicht heute bin, oder heute auch immer noch nicht bin, wer weiß. Aber ich liebe diese Art von Games. Also Turtles in Time habe ich jedes einzelne Mal durchgespielt, aber bei denen hier bin ich echt verzweifelt. Weil die Bosse, die sind teilweise wirklich knackig. Und man kann hier halt auch nicht irgendwie 9 Leben einstellen oder so, sondern irgendwann war es das. Komm mal her, Typ. So, in den Staub. Die Belt Action Collection von Capcom kann ich übrigens auch wirklich nur jedem Herz wärmstens ans Herz legen. Da sind 6 richtig geile Beat'em-Ups drauf. 3, die ich kannte, nämlich das hier, Captain Commando und natürlich Final Fight.
Und eins, was ich aus Videos kannte, ich weiß gerade nicht, wie es, ich glaube, Battle Circuit heißt das, wo man mit dieser fleischfressenden Pflanze und dem pinken Strauß und so spielen kann. Das ist auch ganz geil. Und dann ist da noch Armored Warriors und... Letzte fällt mir gerade namentlich nicht ein, aber das ist auch irgendwie so hier so asiatische, die asiatische Version hiervon quasi, nur dass man eigentlich jedes Level mit dem Pferd startet, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Wie heißt denn das? Warriors of Fate heißt das, glaube ich. Genau, jetzt habe ich auch gerade mal die Chance und zeige ich euch hier auch mal die anderen Kämpfer. King Arthur himself mit seinem treuen Schwert Excalibur. Ich habe damals, also wenn ich das mit Basti gespielt habe, habe ich meistens Percival und eher Lancelot genommen. Da hatten wir dann das volle Spektrum von Geschwindigkeit und brachialer Gewalt. Da habt ihr gesehen, den habe ich geblockt, dann blinkt man noch kurz, dann ist man ganz in kurzer Zeit unverwundbar. Ja, also... Und blocken war für mich als Kind in Spielen halt immer nicht vorhanden. Das habe ich nie getan. Das ist ja, also wer bremst, verliert sozusagen. Und blocken ging in Spielen ja gar nicht. Wir sind ja richtige Männer gewesen. Und richtige Männer blocken natürlich nicht, wenn sie angegriffen werden. Völliger Bullshit natürlich. Hätte ich das mit dem Blocken damals mal gemacht, dann hätte ich das Spiel wahrscheinlich auch durchgespielt. Aber man ist jung und man ist dumm. Und was soll ich sagen, Leute? So war das halt, ne? Ja, Level Up, da habt ihr das gesehen. Und schon ist die Rüstung nicht mehr aus Bronze, sondern aus Stahl. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ja, Knights of the Round. Wer von euch kennt das? Habt ihr das da als Kinder gespielt? Habt ihr das auf der Belt Action Collection gespielt? Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Würde mich sehr interessieren. Und wer Bock hat, ich habe die Capcom Belt Action Collection auf der Switch, das ist ja Multiplayer-fähig, also Online-Multiplayer-fähig. Wer Bock hat, mal eine Runde Koop zu spielen, lasst mich das wissen. Ich gebe euch gerne meinen Friendcode oder tragt den mal unten in die Commentaries ein. Wo übrigens auch mein Xbox Live Gamertag und mein PSN-Name stehen, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Und da können wir ja mal eine Runde zusammenzocken, hätte ich Bock drauf. Weil alleine ist das schon geil, aber zu zweit macht das natürlich immer noch mal deutlich mehr Spaß. Klarer Fall. So, ich zeige euch jetzt hier noch den Bossfight mit Bradford auf dem Pferd. Blaues Pferd habe ich auch noch nicht gesehen. Und auf den Gaul kann man nämlich dann auch drauf. Das ist nämlich dann auch nochmal geil. Wenn man den dann trifft, dann... ja, die Bosse, die sind hier echt nicht ohne. Nicht wie bei anderen Prügelspielen, dass man da einfach nur stupide so einen Damage-Sponge hat, sondern die haben auch... echt unterschiedliche Angriffsmuster und sind da recht agil unterwegs. Die Bossfights hier mochte ich immer sehr im Vergleich zu vielen Bossfights in vielen anderen Beat'em-Ups, die einfach nur dazu da gewesen sind, um einem Leben abzuzwacken, wie bei Final Fight zum Beispiel. Da gibt es halt Bosse, da kannst du nichts machen. Bei Final Fight hast du ja auch nur Angriff und Springen, da hast du ja auch keine Möglichkeit, dich zu verteidigen und so. Das ist hier schon eine andere Kiste. Aber ich mache hier auch gerade keine wirklich gute Figur. Vor allem, wenn der Typ die ganze Zeit außerhalb des Bildschirms bleibt hier. Ja, komm ran jetzt. Wenn man vom Pferd aus angreift, hat man natürlich ein bisschen mehr Dampf. Wegen der Hebelwirkung und so, ist klar. Junge, jetzt hat er mich da mit seiner Picke da wieder vom Pferd gehauen. Hier, geh mal weg. Komm, komm, komm. Einen noch. Na. Wirst du wohl, da haben wir. Bradford liegt im Dreck. Und das war's von mir für diese Woche, liebe Freunde. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt, Retro Joe spielt. Bye, bye.